Ja, hallo und herzlich willkommen wieder mal zu einer weiteren Folge von Let's Play Skyrim Legendary Edition Enderal und ja, wir sind immer noch eigentlich auf der Suche nach den Eispranken bzw. den magischen Symbolen und eigentlich kann man da genauso weitermachen wie bisher. Wir werden jetzt so den Südteil so langsam anarbeiten, also diese Folge noch diese Südküste vom Herzland. Dann kommt Ark, das wird ein eigener Teil. Dann kommt die Wüste, versuche ich so in einen Schritt zu machen. Die Wüste, dann kommt der Wüstenwinterteil, dieses Mediazon. Und ja, was dann kommt, kein Mensch weiß das. Oha! So, hier ging der Übergang Winter-Sommer jetzt nicht so langsam. Gut. Das war jetzt eher scheiße. Aber, naja, was soll ich sagen? Ist ja... Oh, Alter. Nochmal eben. Meine Fresse. So regt mich wieder mal auf. Wirklich. Das ist halt die Scheiße. Draußen ist alles so verwinkelt in diesem Scheißland. Im Gegensatz zu Skyrim. Ne? Schön so ein Weg. Schocki, Zelda, weißt du, wo du lang gehen musst. So. Warte. So. So. Da muss ich nicht irgendwie erst 20 Versuche damit aufbringen, irgendwie hier ranzukommen. Sondern bring es direkt bei dem ersten. So. Die Umgebungskarte. Da sind auch eine Eispranke und direkt daneben ist ein Eingang. Wenn man fragen darf, wo? Ja. Super wieder, meine Freunde. Super. Oh mein Gott. Habe ich ja gar nicht mitgerechnet. Heieiei. Wieso hat das denn keine Ladung mehr? Haben wir im Bogen noch welche? Ja. So. Ist das anscheinend direkt hier? Hä? Also hier sehe ich so... Was soll die Verkacke, Mann? Alter. Bengel. Was ist das denn? So direkt hinter mir. Weißt du, das ist so eine 0 mm Tiefe, ne? Und ich werde direkt mitgerissen, als wäre das irgendwie der absolute Superfluss. Was ist das denn? Wo ist denn dieser Eingang, Mann? Ich krieg schon wieder das Kotzen bei sowas. Bestimmt wieder falsch rum. Ja, Abandoned Facilities, das sind bestimmt dann, ist irgendwo hier der Eingang. Lass mich raten. Alte Zollstation. So. Da, habt das gesehen? Da ist er schon wieder gewesen mit diesem automatischen Laufen.
denn dieser Scheißeingang? Hier. Es regt mich immer wieder auf. Immer wieder. So, und hier ist jetzt so ein Scheiß, ne? Ja. Magisches Symbol. Okay, da geht's nicht lang. Oh, hi. So. Ja. War aber auch wieder, ne, interessant. So viele Leute, Orte, die man einfach nicht sieht, wenn man die Karte nicht auch selbst so erkundet, ne? Ich fände das hier zum Beispiel auch wieder mega mit dem Nebel gemacht. Also, Range of Attack habt ihr auch noch nicht gelernt, ne, oder? Wisst ihr nicht, was das ist, liebe Leute? Oh. Hi. So. Hör mal, ob hier noch sonst irgendwas ist. Hi. Irgendwas könnte hier ja sein. Also Feuer ist ja okay, aber das ist ja jetzt eher weniger das Problem von uns. Oh, das sieht auch wieder schick aus, finde ich. Hi. Aber hier geht's nicht wirklich raus. Ah ja. Ja, das wird wahrscheinlich der Ausgang sein, denke ich mal. Ja. Okay. Dann ist da irgendwo den Weg runter anscheinend eine Eispranke. Wenn ich das so richtig vermute. Da sehe ich sie schon. Oh ja, warte. Ich lasse mich wieder mitströmen. In dieser 1 Milliarde kmh Strömung. Die auch total realistisch ist. So. So, dann. Ich kann mich nicht teleportieren. Na gut, vielleicht weil da Gegner sind. Aber das Problem ist auch, dass ich eh nicht mehr kann. So, zum Friedhof. So, und hier ist angeblich da im Norden, okay. Auch wieder so viele Gegner, ne? Das ist schon interessant, was man alles so verpasst. Und hier war ich ja anscheinend auch schon mal, glaube ich. Ich glaube, ich kann mich auch dran erinnern, als ich irgendwie da zu dieser Küste oder die Wüste oder was das da gelaufen bin. Ja, hier die ganze Küste entlang. Da müsste es gewesen sein. So. Das machen wir jetzt nämlich auch hier die Küste entlang. Ich weiß nicht, zu welchem Zweck ich das damals gemacht habe, dass ich da lang gelaufen bin. War das vielleicht für diese, wo wir da zu diesem einen Haus mussten, zu diesem von dem verrückten Typen? Kann das vielleicht gewesen sein? Das könnte gut sein, glaube ich. Lustig ist übrigens, ich habe auch, wir stehen hier direkt vor den Mauern, ne? Man sieht halt eigentlich so gar keinen Niremesen. Soll halt eine Belagerung sein, ne, angeblich. Naja, gut, okay, hier sind die Schiffe, oder sind die Schiffe die von den Indralean? Das bin, weiß ich jetzt gerade gar nicht. Kann ich jetzt safe nicht sagen, was das ist für ein Symbol.
Au. Sind das in. Ich glaube, das sind doch eher Indralea, ne? Schiffe. Aber finde ich gut, dass da sowas eingebaut ist, dass diese Schiffe dann hier alle natürlich klar docken müssen. Da möchte ich erstmal die Krabben töten. So, tschüss. Ja, guck mal ganz ehrlich, als ob wir mit 1, 2, 3, 4 Schiffen, die da sind, gerade mal sind, vor Anker, als ob die damit nicht zurechtkommen. Also das ist doch, also das ist doch safe kein Angriff. Das ist doch nix, ist das. Da kann man mir doch nichts erzählen, das ist doch nix. Oh Mann, oh Mann. Immer wieder schön, was sie sich da für Sachen rausholen. Oh, das ist irgendwie eine Belagerungsstelle, oder wie ich das nennen will. Irgendwo ist hier auch noch so ein Pranke. Ah. Ah, schicke Stelle. Sowas Kleines. Oh, hi. Oh, die große Belagerung der Nerimesen. Mensch. Also, das ist ja. Boah. Da kommt man ja gar nicht gegen an, so viel wie das ist. Puh, da muss ich mir glatt den Schweiß von der Stirn wischen. Was? Okay, also anscheinend ist hier oben eine Eispranke. Ich werde sehr viel wahrscheinlich noch cheaten in dessen Ganzen. Da. Hä? Hi! Ei, ei, ei. Ja, sag mal. Dann ist hier unten auch noch eine Eispranke. Anscheinend direkt hier unten. Ich weiß es noch nicht genau, wo ich es einordne. Scheinbar irgendwo hier. Chabro, Chabro. So, so, wie kann man sich das denn jetzt am besten machen? Ich gehe wirklich, glaube ich, zu den. Ich verstehe es manchmal nicht. Ich verstehe es manchmal nicht, wieso ich mich nicht teleportieren kann. Warum? Warum kann ich mich nicht teleportieren, Link, du dumme Sau? Ist das ein lebendes Ding? Ne, ist ein Stein. Shit. Ah, hier war ich auch schon mal. Stimmt, ich erinnere mich an die Burg. Jau, jau, direkt hier neben dem Uranturm. Ich weiß noch. What a moment it was. Habt ihr Allergien gegen Wespenstiche? Schreibt es doch mal gerade in die Kommentare. Ich nicht. Oder wie reagiert? Ja, gut. Wie reagiert ihr, wenn eine Wespe so bei euch rumschwirrt? Ich finde das immer mega fremdschämen, wenn dann andere Leute so um sich her fuchteln und schlagen und wegrennen und alles.
Also ich kann das nicht nachvollziehen. Das ist. Das ist für mich so komplett surreal. Wie man da so ein großes Nein gegen haben kann. Also so eine komplett. Dass man halt auch nicht realisiert, dass es halt dadurch schlimmer wird. Weißt du, bei mir, ich bin ja Brillenträger, solange sich die Wespen nicht direkt bei mir unter die Brille schieben, das ist wohl schon mal passiert, die haben mich nicht gestochen, ich habe die Brille halt abgesetzt, ne? Jetzt ehrlich, ich stehe dann da, ja, sitze oder wie auch immer, dass die Situation halt gerade erfordert, sag ich mal. Und mach nichts. Ich mach den Mund, die Lippen drücke ich so ein bisschen zusammen, dass mir die vielleicht nicht in die Lippen fliegen, in den Mund. Okay, aber das war's. Das Geräusch ist so ein bisschen wie, das ist auch nichts anderes, wie wenn du beim Friseur bist und der kommt dir mit der Maschine näher. Es klingt halt 1:1. So, und ich weiß nicht. Ich kann das nicht verstehen. Halt also dieses allgemeine Unwissen, dass man es halt dadurch schlimmer macht. Das finde ich so absolut. Kann ich nicht nachvollziehen. Oh, hier ist auch ein Turm sogar. Ah, da. Leuchtturm der Steilklippe. Hallo! Wieso ist denn hier jeder Idiot feindlich? Mann! Ich stehe euch doch mit so einem dicken Brummi gegenüber. Wieso greifst, willst du mich dann noch angreifen? Wieso machst du nicht ein nettes Gespräch? Dann hätte ich dich gehen lassen. Mann, ich kann es nicht verstehen. Es ist für mich wirklich so unklar. Hallo? Macht doch gar nichts. Wieso regnet das denn jetzt plötzlich? Mann! Hier unten? Aua. Was? Ach, hier ist eine Höhe. Eine Meeresspalte. Okay. Ja, die haben manch andere auch. Ich weiß, dass ich den gerade gebracht habe. Auch so direkt, so stumpf. Ich weiß. Ich weiß auch, dass er schlecht war. Ist mir bewusst. Das weiß ich. Das weiß ich. Aber man kennt mich, ne? Man kennt mich. Ich bring halt immer die ganz guten Dinge. Das, aua. Ciao. Huch. Okay, hier ist eine. Hab ich jemals Schaden von so einer Krabbe bekommen hier? Ach nö, ich will nicht diese Mana-Pilze mit essen. Okay, es ist eine interessante Höhle, ja. Jetzt nichts Besonderes, die ist ja auch nicht groß oder so. Ich bin ja jetzt schon wieder draußen, aber. Ist auch mal nett, dass es auch sowas wieder mal gibt, ne? Hier, wie sich dann Esel oder so verirrt hat.
noch ein Troll. Da hat wohl jemand versucht, auch ein Lager zu machen, aber das hat nicht so gut geklappt. Toter Schürfachs. Er hat hier geschürft. Ah, ich verstehe, natürlich. Okay. Ja, aber dann kam die Trolle und dann... Ach, und dann gehörte ihm der Esel, vermute ich mal. Also würde ich jetzt einfach mal so mutmaßen, oder? Das ist ja keine unwahrscheinliche Vermutung. So. Ach Gott, dann ist da hinten noch einer. Eieieiei. Ach, das Schiffchen. Ich glaube, ich kann mich erinnern. Würde ich meine Skyrim-Folgen bearbeiten? Mache ich nicht, aber würde ich. Dann würde ich hier, glaube ich, was einblenden, wo ich mich einmal so aufgeregt habe wegen so ein paar Skeletten, die urplötzlich halt, das finde ich halt auch blöd, dieses absolute Unbalancing in diesem Spiel, die halt so mega stark waren. Ja, da war was hier. Ich erinnere mich sehr genau. Genau, Galeonenwrack. Ganz, ganz, ganz. Ja. 1:1, weiß ich noch. Ganz normal erwachte, verloren, aber mega stark gewesen. Halt. Unnormal, unverhältnismäßig stark. Das war das, was so schlimm war, wie ich fand. Genau wie dieses Schloss. Es ist ein Gesellenschloss, ne? Nö. Wird einfach übertrieben gemacht. Ja, es war jetzt eher so eine Art Nullsummenspiel. Eisclaw. Aua. Na gut. So. Okay, ich mach jetzt noch, weil wir haben jetzt noch sogar ein paar Minuten hier, werde ich noch diese drei hier machen. Und dann haben wir das auch durch. Dafür gehe ich natürlich wieder mal nicht zu dem Myranturm. Hallo. Es riecht mich jedes Mal aufs Neue auf, jedes Mal. Ich checke es einfach nicht. Es ist für mich so sinnlos, so unnötig. Oh, guck dir an, die ganzen Möwen. So. Oh, bald wieder ein neues Level, ne? So wie es mir scheint. Es ergibt für mich keinen Sinn. Wirklich nicht. Aber was soll's, ne? Hi. Sag, es regnet jetzt auch einfach nicht. Hier war nämlich das Haus, genau, ich erinnere mich. Hier war das, also ich sehe es auf der absoluten Karte gesehen. Dieses Haus, wo man, wo diese ganz komischen Dinge passiert sind. Das war das. So, und hier, also ich kann mir auch vorstellen, dass das der einzige Weg ist, wie man hier hinkommt etwa. Deswegen ich mich, außer über den Regen, vermutlich nicht so über den Weg aufregen könnte. Ihr Lichter. Nicht schön. Aber, naja. Sind halt da, ne? Machst du nix?
Genau, da geht's, glaube ich, zum Haus und hier geht's dann wahrscheinlich so weiter, ne? Jo. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass es den ganzen Irrlicht auf dem Weg. Ich bin wahrscheinlich echt gleich ein Level weiter, wenn es so weitergeht. Aua. Da sind ja auch ziemlich viele und ich brauche nur noch 300 EP oder so, die ich brauche. Boah. Kommt denn der Nebel her? Okay. Einfach nur so eine Wolke. Interessant. Nichts weiter Besonderes. Guck mal, hier ist ein ganzer Landstrich, den man nicht sieht, weil man ihn nicht in der Story betreten muss. Das finde ich auch mal interessant. Halt hier dieses ganze, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben kann, ist so ein trockenes Staubland, ne? Ach, vielleicht ist da der Nebel, weil, ja, also ich verstehe den Grund so, wieso die Programmierer das gemacht haben, weil da halt dieses Haus von dem komischen Typen ist. A, kann man das dann vermutlich nicht so gut sehen. Irgendwie von woanders. Und B, B gibt das dem Ganzen natürlich so eine Art mystischen Schein. Ach, nicht schon wieder. Hey! So, aber hier sind ja schon Leute gewesen mal. Immerhin. Hi. Bäh. So, jetzt ist die Frage, jetzt wird es nämlich schon kritisch, ja. Ich gehe trotzdem in den Turm hoch. Beim letzten Mal, als ich in sowas war, habe ich einen Band von Ark gefunden. Pyrrhische Rüstung, Glimmerstaub. Aber scheinbar bin ich diesmal nicht mit einem solchen Glück beseelt. Na gut, Dietriche, okay. Musik, die irgendwie. Ich trage zu viel. Terna. Was hat den geringsten Wert? Oh, Stahlpfeile muss ich auch nicht mehr rumtragen. Spitzhacke, Kirun durch das Hinterhals. Da nicht so ein Gewicht. Stab der Erdung. Hat auf jeden Fall ein Gewicht. Die Skarabögen kann ich auch wegpacken, dementsprechend. Okay. Dann bin ich wieder ein bisschen mehr in der Nebenwirklichkeit. Und jetzt ist die Frage, wo muss ich lang? Anscheinend geradeaus. Diese Wölfe hier im Hintergrund, ne? So wie Überlänge der E-Überlänge ist, aber das kennt man in diesen Folgen ja. Okay, das war mehr so offensichtlich. Es gibt halt selten leider so ein Mittelmaß irgendwie. Entweder sind die Dinger halt wirklich sehr offensichtlich platziert. Oder halt so, dass du sie echt gar nicht gefunden hast, wenn du nicht irgendwie so geguckt hättest, finde ich. Das spiegelt halt dieses gesamte Spiel wieder, wie schön, aber unbalanced das halt ist. Hier ist einfach so ein. Guck dir das an, das ist ein ganzer Bereich, der ist einfach mal so zusätzlich erstellt. Der musste nicht sein. Den haben die einfach aus Jux und Dollerei erstellt. Das finde ich krass. Skelett, toter Drache, okay. Was? Ein Drache? Alter, was? It's time. It's Dovahkiin. For Swoda! Alter. Was? Ein Drache?
Ich mach mal einen Cut an dieser Stelle. Bis dahin und tschüss.